Im Süden gehen Gerüchte von einem Giganten um, der die Truppen Schottlands anführen und mit seinem Großschwert Erde, Menschen und Pferde gleichermaßen spalten soll. Wenn dieser sagenhafte Ritter den Vormarsch Englands aufhalten kann, gewinnen wir mehr Zeit zur Entwicklung unserer Waffen. Schon jetzt stellen unsere Schmieden Schwerter her und unsere Pfeilmacher produzieren Pfeile und Bolzen. Ja, und zu gewinnen, für der Zeit, blablabla. Die Engländer verwenden fortschrittliche Waffen und Rüstungen. Um zu gewinnen, müssen sie zur Feudalzeit voranschreiten und die englischen Angriffe abwehren. Um ihre Zivilisation zu stärken, werden sie eigenständig einige Technologien entwickeln müssen. Durch die Entwicklung des Webstuhls werden ihre Dorfbewohner widerstandsfähiger. Wollen sie diesen entwickeln, klicken sie auf das Dorfzentrum und anschließend auf Webstuhl entwickeln. So, sollte eigentlich alles abgedeckt sein damit. Gut, die Entwicklung von Technologien kostet Rohstoffe, wertet aber auch ihre Zivilisation auf. Während sie Technologien entwickeln, lassen sie die Dorfbewohner arbeiten und erkunden mit dem Militär das Gelände. So, damit haben wir den ganzen Kram schon mal ein bisschen gefertigt, den ganzen Grundkram. Einmal alles erkundet, einmal ganz kurz alles gemacht, gebaut und so weiter, ne? Der klassische Kram halt. Komm, machen wir mal Felder, auch wenn wir weit genug Nahrung haben. Aber warum nicht? Wobei, Holz brauchen wir eigentlich nicht, komm. Wenn sie ein neues Zeitalter erreichen, werden neue Technologien und Gebäude verfügbar. Um von der dunklen Zeit zur Feudalzeit aufzusteigen, benötigen sie 500 Nahrung. Tau. Ach ja, 500 Nahrung. Vor allem, wenn ich das so vergleiche, wie wir sonst gespielt hatten. Ich meine, wir haben jetzt den ganzen Bereich hier auf einem Bildschirm. Das ist so krass. Guckt euch das mal an, ja? Das ist der Wahnsinn. Anfangs war dieser Modus ja echt gewöhnungsbedürftig, also die ganze Edition so. Aber dabei muss ich zugeben, zusätzlich zur Nahrung von Bärensträuchern können die Dorfbewohner jetzt Schafe züchten oder Wild jagen. Tue ich auch schon, Kollege. Wir können auch Küstenfische sammeln, aber die finde ich jetzt ein bisschen zu weit weg. Dann lieber Wild und Schafe. Sie haben genug Nahrung, um zur Feudalzeit überzugehen. Allerdings brauchen sie noch zwei Gebäude aus dem aktuellen Zeitalter. Habe ich doch schon. Jetzt aus der dunklen Zeit zur Feudalzeit übergehen. Klar ist es doch. Auf ihr Dorfzentrum und dann auf zur Feudalzeit voranschreiten. Gut, sie sind auf dem Weg in die Feudalzeit. Ja, und gleich direkt das hier forschen, dann kommt ja direkt der erste Angriff. Die Engländer wollen uns überrumpeln. Ah, jetzt kommt schon einer. Die Schlacht ist vorüber. Erschaffen Sie in der Kaserne weitere Milizsoldaten, um Ihre Streitkräfte zu stärken. Machen wir mal 10. Sollte eigentlich passen mit 10 Stück. Wir versuchen jetzt mal hier so eine kleine Blockade aufzubauen, weil gleich ein Ritter kommt. Den halten wir direkt damit auf. Im besten Fall zumindest. Ah, komm, 7 Stück sind zu viele, machen wir es mal so. So, passt. Glückwunsch! Am besten können Sie Ihre Zivilisation aufwerten, indem Sie zum nächsten Zeitalter voranschreiten. Nahe der Minimap unten rechts ist die Schaltfläche untätige Dorfbewohner. Ein Klick darauf findet Dorfbewohner, die keine Aufgabe ausführen. In der Feudalzeit können Sie Ihre Milizsoldaten zu Schwertkämpfern aufwerten. Klicken Sie auf Ihre Kaserne, dann auf zum Schwertkämpfer weiterentwickeln. Machen wir doch schon. Durch die Weiterentwicklung zu Schwertkämpfern werden alle Ihre Milizsoldaten zu den mächtigeren Schwertkämpfern. Klar.
Habe ich den Barafu eigentlich übersehen gehabt oder war er? Die Engländer greifen null. Wieder an. Erteilen Sie ihnen mit ihren neuen Kriegern eine Lektion. Oh, der rennt jetzt mal gar nicht durch, weil sonst ist er mich hier durchgerannt ein bisschen. War voll nervig sonst. Engländer sind ihren Kriegern nicht gewachsen. Naja, vier Stück haben sie mitgerissen, also. Hätte besser laufen können. Egal, reicht. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Longshanks ist in die Stadt Perth eingefallen und hat sie geplündert. Schlimmer noch, er hat den legendären Stein von Scone geraubt und sich selbst zum König Schottlands ernannt. Wenn wir nicht bald auf dem Feld siegen können, wird das schottische Heer zu demoralisiert sein, um den Kampf fortzuführen. Wenn dieser legendäre schottische Gigant wirklich existiert, so wünsche ich mir, dass er seine Streitkräfte nach Stirling bringt, wo unsere nächste Schlacht bevorsteht.